So, da sind wir wieder. Und die Diskussion brannte ja ziemlich heiß zwischen Schwertern und Axt. Und ein paar Leute meinten, dass die Programmierer vielleicht doch mit eingedacht hätten, dass Thorums Axt nicht an seiner Grabstätte liegt, sondern er sie ja vorher schon gefunden haben muss. Also könnte es wirklich sein, dass wir sie auch vorher finden. Das heißt, ich spiele jetzt erstmal so weiter wie bisher, denn wir haben eh noch keinen Grund zu leveln, weil wir keine Axt haben. Aber der neueste Stand ist, ich gehe doch auf Äxte. Weil da halt schon 5 Punkte drin sind und wir eventuell seine Axt vorher finden. So, das Rätsel hier hatte den Legionär links und den Beutel rechts. Und wenn wir den rechten Knopf drücken, wurden die rechten Zellen angesprochen. Glaube ich zumindest. Oh, es werden alle angesprochen. Ah, okay, das war jetzt einfach. Was haben wir da drin? Wir haben ein Helm, der wahrscheinlich besser ist als unser komisches Hütchen hier. Wir haben was zu essen, was wir nicht wirklich brauchen. Und noch ein Eisenschlüssel. Okay. Den Beutel behalten wir auch mal. Der wiegt ja nicht so viel. Die Kisten allerdings werden wir nicht mitnehmen. So. Ach ja, und jemand hat geschrieben, ich habe die Lederrüstung benutzt, um einen Schalter auszulösen. Das sollten wir vielleicht noch kurz ändern. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo das war. Hier ist nur Essen und hier waren die Schnecken drin. Nee, hier nicht. Noch mehr Essen, überall Essen und da ist Lederrüstung. Plus 3 Protection, plus 2 Protection. Ja, ist ein Ticken besser. Außerdem sieht es so ein bisschen abenteurermäßig aus, weil so ein Seidenhemd und eine komische Weste sind nicht so das Outfit für einen Abenteurer. Hm? Also gehen wir nochmal in die Holding Cells und legen uns mit dem Legionär an. Was allerdings echt schmerzhaft werden könnte. Können wir jederzeit zurück? Ja, wir können jederzeit zurück. Das hilft doch schon mal. Also gucken wir kurz, ob hier noch irgendwo was auf dem Boden liegt. Dürfte aber eigentlich nicht, denn es wird ja mit teleportiert. Und hier ist auch nirgendwo ein Schalter. Nö. Also drücken wir jetzt so lange den Knopf, bis der Legionär rauskommt. Beschmeißen den mit Stein. Und hoffen einfach das Beste. Da ist er ja schon. 6 Schaden, 1 Schaden, das wird nichts. Wir können hier auch nicht ausweichen. Die Steine auch nicht wieder schmeißen. Oh, kritisch 12. Und der trifft uns fast gar nicht. Das ist schon mal sehr gut. Machete. Zack. Ja, wir haben leider noch keine Heiltränke. Dann wäre es vielleicht machbar gewesen. Aber so schaut das nicht gut aus. Okay, Flucht. Oh nee, ich habe die Schlüssel weggeworfen. Das war keine gute Aktion. Ja. Na gut, schlafen wir hier mal. Jetzt müssen wir ihn wirklich umbringen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ich husche jetzt einfach kurz zu den blauen Kristallen. Gucken, ob der Text hier anders ist. Was passiert? Ein kollektiver Traum. Oh, ich kenne dich. Ich weiß, was du suchst. Suche nach mir unten und ich könnte dir helfen. Genau die gleiche Traumsequenz. Leider. Ah, man kann ja nicht alles haben. So. Das könnte jetzt länger dauern. Deswegen sollten wir vielleicht noch ein bisschen was zum Werfen einsammeln. Oh, hier sollte ich auf keinen Fall reingehen. Das bauen ja noch mehr Legionäre. So, das kommt alles mal mit. Wir brauchen Munition. Hier ist sonst nichts. Nö. Dann kommt das auch mit. Wir sollten die Pfeile und die Kräuter auch schön einzeln werfen. Du kommst auch noch mit. Das wäre doch schick, wenn wir die Legionäre umbringen mit einem kritischen Treffer durch einen Seidenhemd. Sowas kann man nur in Computerspielen haben. So, das Licht geht gleich aus, das ist auch nicht gut. Ist hier immer noch eine Fackel?
Wieso läufst du einfach aus deinem Teleporter raus? Das darfst du doch nicht. Die Pfeile machen schon mal null Schaden. Ah, vielleicht ist der Schaden von den ganzen Wurfsachen abhängig von der Schwere des Gegenstands. Und, na gut, aber hier drauf können wir wenigstens ausweichen. Und wir haben jetzt jede Menge Zeug hingeworfen, das wir eigentlich hätten behalten können, denn es hat keinen Schaden verursacht. Aber gut, das ging ja schnell. Und ich durchsuchte jetzt alle nach diesen komischen Knochenamuletten. Denn die hatten wir auch letztes Mal gefunden. Wir wussten nicht genau, wofür die da sind. Das will ich jetzt rausbekommen. So, ich denke mal, es wird irgendein Secret sein, wo man die dann beide oder alle irgendwie benutzen muss. So, ganz viel Zeug. Die Steine nehmen wir kurz in die Hand. Dann müsste sie automatisch aufheben. Nee, jupp. Haben wir hier noch? Das Schild kann da bleiben. Essen kann als Wurfgeschoss mitgenommen werden. Fackel ist immer gut. Das Ding will ich benutzen für die Tränke, auch wenn ich noch nicht weiß, was für Tränke das sind. Kompass ist eh praktisch. Die Schule lassen wir hier. Und ja, ich weiß, die blauen Kristalle braucht man eigentlich nicht, aber die will ich trotzdem in meinem Lager haben. Wo auch immer wir das Lager anlegen werden. So, das hätten wir also auch. Dann bleibt noch der Raum hier. Da gehen die Wände auf und ganz viele Gegner kommen. Der Tipp war, ich soll einfach irgendeinen Gegenstand da raufwerfen, der das auslöst. Und dann öffnen wir nacheinander hier die Tür und bringen die allein zur Bombe. Das werden wir auch wieder mit den Steinen. Wir können ihn nach hinten verschieben. Okay, das werden wir auch mit den Steinen zuerst machen und danach wieder mit der Machete. Aber erstmal speichern wir kurz ab. T4A. Und irgendwas Schweres. Wir haben nicht wirklich viel Schweres. Doch, die Schnecke ist schwer. Warum gehen die Wände nicht auf? Ah, okay. Dann kommen wir her. Und ich hätte schwören können, das wären mehr gewesen als nur einer. Aber gut. Lala. Aber es geht trotzdem fast genauso schnell wie mit einer Gruppe. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir auf unseren ersten Legionär mit der vollen Truppe richtig lange drauf eingeschlagen haben, bis da irgendwas passiert ist. Da sind wir auch mal im Kreis um ihn rumgetanzt, was wir hier leider nicht können. Ah doch, in dem Hauptraum. Da vorne irgendwo. Also komm mal mit. Warum treffen wir nicht? Can't reach? Ah, ja. Natürlich können wir nicht treffen, weil wir in der hintersten Reihe stehen. Also. Aber er konnte uns treffen, das ist komisch. Ja, jetzt können wir wieder quasi cheaten, indem wir einfach ganz schnell um ihn rumlaufen. Das finde ich kein sehr schönes Konzept, aber es ist sehr praktisch. Also, solange wir Platz haben, wird kein Gegner wirklich schwer sein in diesem Run. Nehme ich jetzt einfach mal an. Was schwer sein wird, sind die Rätsel, wo wir auf engem Raum begrenzt sind. Wie zum Beispiel die Kämpferherausforderung. Die dürfte richtig schwer werden. Die haben wir im letzten Run auch nicht gemacht. Obwohl wir sie wahrscheinlich geschafft hätten. So, Ninja-Stern kommt mit. Sonst hat er nichts. Achso, hier war das eine Secret. Da geht's wieder zurück. Da waren die Schnecken. Hier sind unsere Steine. Das Wichtigste zuerst und so. Hier ist auch nichts drunter. Gut, gut. Stein. Oh oh. Hier war doch mehr. Aber wenigstens kommen die einzeln. Und sind nicht in so einem Block. Also so ein Vierer-Trupp von denen. Dürfte ziemlich zäh sein zu töten. Wir haben keine Flächenangriffe. Und ja, ich könnte Punkte in Feuermagie setzen. Aber ich weiß nicht. Ich denke mal, wenn wir die Skills nachher hoch genug haben in unseren Waffentalenten, werden wir auch so genug Schaden machen. Du
Mein Kumpel ist gleich hinter dir, das ist nicht so gut. Das könnte dann eng werden hier in dem Raum. Müssen wir schauen, ob wir die Tür zubekommen hinter ihm. Ja, super. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Das geht echt ziemlich schnell. Aber gut. Tür wieder auf. Dich umgebracht. Ich freue mich schon, wenn wir unsere erste Axt haben. Dann dürfte der Schaden wesentlich höher gehen. Wir können gleich unsere Punkte draufsetzen und werden öfters treffen. Ting, 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 ting. Das muss sehr frustrierend sein für den. Okay, ist ein Untoter, den frustriert wahrscheinlich gar nichts mehr, aber. Ja. So, ein, zwei Schläge noch. Ein, zwei Schläge noch. Also. Damit müsste der Raum jetzt leer sein. Und wir können die Sachen aufsammeln, die da lagen. Ich habe ein paar Pfeile gesehen, die wir nicht wirklich brauchen. Oh, die Steine. Die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, und die Wurfäxte, die wären jetzt richtig cool. Die haben mir gut Schaden gemacht. Die Fackel war alle richtig? Nee. Ist auch voll. Gut. So, hier waren ganz viele Pfeile, die wir nicht wirklich brauchen. Noch mehr Essen. Oh, das können wir mal kurz aufessen. So. Rheinstein. Und was haben wir hier? Du kannst weg. Eisschatz. Ja, das werden wir nicht brauchen. So, die Hebel waren dazu da, das Tor wieder aufzumachen hinter uns. Und ein Tethered Cloak und ein Knochenamulett. Oh. Dann droppen die wohl doch nicht von den Legionären. Ich habe mir das damals nur eingebildet. Hm. Na gut. Das müsste es denn hier in dem Raum gewesen sein. Dann gehen wir doch mal zurück Richtung blauen Kristall. Und benutzen unsere beiden Eisenschlüssel. Genau hier. Nummer 1. Nirgendwo ein Knopf oder so. Nummer 2. Bisher mussten wir auch jeden Schlüssel wirklich benutzen. Wir hatten noch keine Option, die aufzusparen für weiter unten. Das ist ein wenig schade. Aber gut. Kling, Level up. Hier brauchen wir 2 Schlüssel und auf jeder Seite wird ein Schlüssel sein. Gehen wir einfach mal zuerst rechts rum. Ach, das Rätsel. Ja, einfach drücken, ganz schnell zurück. Das dürfte mit Torum kein Problem sein. Oh, allgemein, die ganzen Zeiträtsel. Also dieses Grubenrätsel, wo man den Knopf drücken muss und dann dem Pfad folgen, die werden richtig, richtig einfach werden mit dem Jar. Aber gut, weniger Frustration für mich, weniger Frustration für euch, jeder gewinnt. Klick. Oh, warte. Wir wollen ja keine Grube auslassen und so. Auch wenn hier nur ein doofer Pilz unten ist. Und was sagt die Fackel? Alles dunkel. Okay. Nochmal. Schnecke rüber. Fackel lassen wir da. Aber wir werden später ein paar Fackeln mitnehmen müssen für das eine Pillar of Light Rätsel. Aber bis dahin können wir die getrost ignorieren. Also nicht ignorieren, wir werden jedes Mal trotzdem sie rausnehmen, aus der Halterung auf den Boden legen. Einfach nur, um zu checken, ob es vielleicht ein Secret ist oder nicht. Das ist echt so eine Mischung aus Krähe und irgendeiner Echse. Und ich weiß, die haben alle im Handbuch einen Namen, aber ich mag das lieber, den eigenen Namen zu geben. Du bist jetzt eine Krixe. Oder hatten wir den schon einen Namen gegeben? Nee, ich glaube nicht. Nur Weibern oder Fliegeding. Krexe ist viel cooler. So. Kräuter sind immer gut.
Vor allem nachher haben wir auch hier sehr viele Kräuter für nur einen einzigen Char. Das heißt, wir können wesentlich mehr Heiltränke benutzen. Wir können die Speed-Tränke mal benutzen. Also diese Geschwindigkeitstränke. Das wird bei ihm bestimmt richtig abgehen. Und eine Handaxt. Sehr schön. Angriffskraft 10. Also ein Punkt mehr als die Machete. Und ein Schlüssel. So, dann setze ich jetzt meine ersten Punkte in die Axt. Dann kriegen wir schon mal die erste Spezialattacke. Oh, ne, kriegen wir gar nicht. Fehlt ein Punkt. Schade. Sollten wir wirklich alles in Äxte tun? Wir brauchen Spellcraft eigentlich für Licht. Also denke ich mal, werde ich einen Punkt in Spellcraft setzen. Wo Licht kann warten. Momentan werden wir eh nicht wirklich getroffen, also brauchen wir keine Handfreie für ein Schild oder dergleichen. Ne, ich packe alles in Äxte. Damit wir schneller sind, besser treffen und mehr Schaden machen. Und überhaupt. So, hier drin ist sonst nichts mehr. Nö, keine Knöpfe oder so. Nö, nix. Na gut, zurück zum blauen Kristall. Da wird dann abgespeichert. Falls ich irgendwas übersehen haben sollte bis zu diesem Punkt hin, sagt mal bitte Bescheid, das holen wir in der nächsten Folge nach. Und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Achso, speichern sollte ich auch noch. Also T4B. Also dann, bis bald.